Heute geht es um Omega-3-Fette, um Fettsäuren im Allgemeinen, um Cholesterine, Triglyceride und wirklich falsche Aussagen von vielen Ärzten, Heilpraktikern und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung über eben diese Fettsäuren. Darüber möchte ich heute mal ein bisschen etwas erzählen. Mein Name ist Karl Hartner, ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis seit 2006 und behandle in erster Linie ganzheitlich und ursächlich und zeige euch jetzt gleich mal hier ins Bild Laborwerte. Was sehen wir hier? Das sind Werte, die ich seit 20 Jahren bei meinen Patienten teste. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier eine Oxidation, die Lipidperoxidation. Ich streiche es hier nochmals rot an. Auch das Nitrotyrosin sind hier quasi gemeingefährlich erhöht. Und die Gegenspieler, wie zum Beispiel das Q10 oder auch das Vitamin B12 und Konsorten, sind viel zu niedrig. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem Labor, das wir bei unseren Patienten oder ich ganz regelmäßig mache. Wir sehen hier auch nochmals Fettsäuren. Hier sehen wir die Omega-3-Fette, die Eicosapentaen und Docosahexaensäure, die hier stark erniedrigt sind und die Arachidonsäure ist hier unten stark erhöht. Ich mache nochmal einen Pfeil hin, dass man es auch sieht. Moment. Hier sind die Omega-3-Fette. Und hier die Omega-6-Fette, die sind also gut erhöht. Wir haben hier eine Balance, die ist der Omega-3 zu Omega-6, die ist nicht gut hier. Also das sind ganz, ganz, ganz schlechte Werte. Das sehen wir ganz regelmäßig im Labor. Was sagt denn nun hier sogar die Deutsche Gesellschaft für Ernährung? Die sagt, ja, bitte nehmt Omega-3-Fette ein. Lieber mehr, zu viel als zu wenig, also schon 3 bis 4 Gramm pro Tag. Und auch viele Ärzte und Heilpraktiker sagen das ihren Patienten. Ja, was passiert denn nun, wenn wir allerdings ein solches Labor hier sehen? Ja, mit einer erhöhten Oxidation, einer erhöhten Lipidperoxidation oder auch das oxidierte LDL-Cholesterin ist häufig erhöht oder das Nitrotyrosin, das ist gemeingefährliche Peroxynitrit, ja, das sehen wir ganz häufig. Dann passiert nämlich Folgendes. Diese hochsensiblen Omega-3-Fette, die dann eingenommen werden, oxidieren auch. Und wir haben eine verstärkte Fettsäureoxidation im Körper, solange dieses Problem hier der Oxidation nicht gelöst ist. Habt ihr das jetzt verstanden? Also, bei einer erhöhten Oxidation, und das haben die meisten Menschen mittlerweile, das sehe ich jedenfalls aus meiner Erfahrung, das nennt man auch Erfahrungsmedizin, tagtäglich im Labor, haben eine erhöhte Oxidation. Und was passiert dann, wenn diese hochsensiblen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren wie Omega-3-Fette zum Beispiel eingenommen werden? Ja, die oxidieren dann noch schneller. Schreibt übrigens auch jedes gute Labor in die Befundung mit hinein, dass da vorsichtig mit umgegangen werden muss. Das ist doch interessant. Ich empfehle meinen Patienten dann bei einer erhöhten Oxidation natürlich Antioxidantien, eine antioxidative, antientzündliche Lebensweise per se. Dazu gehört auch die Ernährung, dazu gehören auch die Mikronährstoffe, die ich dann in einer guten und hohen Qualität empfehle, zum Beispiel von Dynamic Plus, die nehme ich auch selbst ein. Da nehme ich dann hochdosiertes Vitamin C, Kurkuma, Vitamin B12 als Lutschtabletten, Methylcobalamin, Astaxanthin und Konsorten, dass man hier eine gute Antioxidation hat und dann eben ein sehr hochwertiges, nicht toxisch belastetes, also toxinfreies Algenöl. Ja, das wird so Art Aquarien quasi gezüchtet, die Algen.
komplett toxinfrei im Sonnenlicht und wird eben nicht aus dem Meer rausgefischt. Das habe ich auch von Dynamic Plus. Ist halt echt eine saugute Qualität. Und gebe da meinen Patienten nur zweimal die Woche 3 Teelöffel über einen langen Zeitraum, über viele Monate und schaue, dass ich die Oxidation senke und dann funktioniert das gut. Dann kann ich auch mit dem Omega-3-Öl noch ein bisschen höher gehen und dann kriegen die wunderbare Werte und auch die Cholesterinwerte werden gesenkt. So, und wenn du jetzt noch Interesse hast an weiteren Geschichten, das zeige ich dir jetzt mal hier ins Bild, was auch wichtig ist und sehr selten beachtet wird, wie zum Beispiel diesen Werten hier noch Lipoprotein A, Lipoprotein PLA2 oder auch Lipoprotein A selbst, Lipoprint, die Blutfette, Fettsäurestatus, oxidiertes LDL-Cholesterin und so weiter, alles, was eben mit dem Herz-Kreislauf-System zu tun hat, dann bleibe auf diesem Kanal, abonniere ihn gerne, denn ich werde noch deutlich mehr Videos über diese Themen bringen. Ich werde sehr in die Tiefe gehen in den nächsten Monaten, weil das ist mir super wichtig und mir ein echtes Anliegen, hier Aufklärung in der Medizin ans Tageslicht zu bringen, das Bewusstsein zu erweitern, und zwar im Sinne der Schulmedizin und im Sinne der ganzheitlichen, integrativen Medizin. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal.